Herzlich willkommen zur Champions League Partie im Achtelfinale. Dortmund gegen Benfica Lissabon. Im Hinspiel hat Benfica Lissabon mit 1:0 gewinnen können. Das wollen wir natürlich jetzt diesmal komplett anders machen. Wir wollen die Kurve bekommen. Am besten mit dem Viertelfinale hinzu. Und da streben sie an. Sie werden von Anfang an drauf gehen. Ich habe für das Dortmunder Team kleine Veränderungen vorgenommen. Zum Beispiel, ich spiele mit Schürrle und Weigl statt Rode und ich glaube Castro habe ich auch was genommen. Ihr seht gleich die Aufstellung, sondern spule ich mal vor. Sie müssen jetzt eigentlich gleich kommen. Hoffentlich zumindest. Und ja, Reus auf jeden Fall bei. Aubameyang könnt ihr auch schon sehen. Auch dabei ist Götze und Dembélé. Ihr seht es jetzt auch. Viererkette ist gleich. Weigl als Sechser. Da vorne das Vierer Mittelfeld. Reus, Schürrle, Götze, Dembélé. Und vorne Aubameyang, der natürlich die Abwehr von Benfica unsicher macht. Und sofort gehen wir auf ein Spiel. Und das sieht doch schon mal gut aus. Es geht natürlich auch eine Kämpferleistung abzuliefern. Im Hinspiel war das Problem, dass wir oft hier solche Zweikämpfe verloren haben. Und das darf einfach nicht passieren, wenn wir hier gewinnen wollen. Aber der schöne Ball von Schürrle auf Aubameyang mit der frühen Chance in der 5. Minute zum 1:0. Schade. So ein frühes Tor würde uns natürlich extrem helfen. Die ganze Sache einfach 10.000 Mal erleichtern. Aber so ist weiter nach vorne, nach vorne, nach vorne. Hier haben wir Reus. Götze. Dazu hat Schmelz ein bisschen Platz. Kann die Flanke reinbringen. Und oh, hier verpasst knapp auch. Reus kommt nicht hin und so haben wir die erste Decke in der Ecke in der 10. Minute. Die bringt Reus rein auf Götze. Wird noch abgehört. Okay, schade. Wenn Dortmund das hier verlieren sollte, wäre es ja das Ende einer so langen Serie. Seit April 2015 zu Hause nicht verloren. Viele Siege, ein wenig unentschieden. Einfach eine super Statistik, die sich Dortmund-Fans bestimmt gerne anhören, wenn es um Heimspiele geht. Und jetzt müssen wir aber sehr aufpassen. Aber es war's jetzt. Eine super Serie, die man heute natürlich versucht, den Sieg weiter auszubauen. Jetzt gilt es aber darum, solche Zweikämpfe nicht zu verlieren. Um dann nicht in Konter zu laufen. Oh, ja, genau, das nehme ich gerade, um nicht in Konter zu laufen. Oh, das ist sehr, sehr schlecht. Benfica geht wieder mit 1:0 in Führung. Und hier war alles sicher und dann so ein Fehler. Darf auf internationalem Champions-Niveau niemals passieren. Und so sind 3 Tore Pflicht. Und die müssen wir jetzt erstmal hinbekommen. Aber wieder. Die Zweikämpfe gewinnen wir nicht. Aber wir spielen weiter. Schmelzer. Das ist Schürrle auf Reu. Ne, wieder auf Schmelzer. Macht das gut und kurz sein Gegenspiel. Spielt auf Dembélé rüber. Dembélé hat ja ein bisschen Platz. Dembélé. Anschluss. Diese Ausgleich in dem Spiel. Super wichtig. 28. Minute. Wir können noch schießen. Dembélé mit dem 1:1. Hier. Ganz schön einfach den Gegner. Und dann kriegt er den Ball super unter Julius Caesar. Im Kasten von Benfica Lissabon hat er keine Chance, den Ball zu halten. Und Mann, ist das wichtig, wie wir das hinbekommen. Okay, wir müssen jetzt wieder dranbleiben. So, solche Bälle müssen wir gewinnen. Und gewinnen wir auch. Und Mian. Geht das Spiel dann rüber. Da läuft, glaube ich, Reus mit. Kriegt den Ball auch. Reus spielt dann zurück auf. Und Mian geht dann auf Weigl und wollte dann auf Dembélé spielen, aber wurde nichts draus, muss Pisscheck hin. Denn wichtig, wir dürfen dann definitiv noch ein Gegentor, wäre einfach, würde ich sagen, das Ende, das wäre extrem unpraktisch. Dann kommt da ein Schuss aus dem Halbfeld, nicht wirklich gefährlich. Und dann kommt Schürrle.
Götze und Thais Dembélé, freie Fahrt, Dembélé, Aubameyang, Aubameyang, 2-1, 2-1, Aubameyang, 39. Spielminute. Und so kann es doch gehen, einfach mal schnell gespielt, Götze, auf Dembélé sieht man ja, dass er frei ist, kein Abseits, wieder kein Abseits, Aubameyang ist noch schneller als die komplette Verteidigung. Das Bild sieht man oft. Und somit steht es hier in der 39. Minute, 2-1 für den BVB, die das Spiel hier jetzt schon gedreht haben und die erste Halbzeit ist nicht mehr vorbei. Noch knappe 5 Minuten bis zur Halbzeit. Vielleicht geht noch ein 3-1, aber natürlich auch defensiv muss man aufpassen. Aber im Moment kommen die Zuspiele bei Benfica, zumindest in den 16er, nicht gut. Was uns natürlich erfreut. Denn wir hoffen natürlich für Dortmund. Der deutsche Verein muss weitermachen, das Schmelzer. Ja, ein bisschen eigensinnig, ich hätte da längst abspielen sollen. Aber war einfach nicht mit Glücken da. Pisscheck. Ah, wieder so ein Fehler in der Abwehr. Daraus ist schon das 1-0. Zwischenzeitlich 0-1 resultiert. Als Pause Dortmund verdient mit 2-1. Arbeitet sich zurück ins Spiel. Nachdem sie früh in der die Tore in der wir sehen es gleich, in der wievielten, in der 20. Minute das Gegentor kassiert haben, haben sie in der 39. Minute schon das 2-1 wieder gemacht. Starke Leistung, zumindest offensiv, zumindest mental und moralisch. Ja, eigentlich mental, gute mentale Leistung nach dem Rückstand. Wieder ist zurückgekämpft und puh, das war sehr knapp. Ist zurückgekämpft und zwei Treffer erzielt. Also wir brauchen mindestens zwei, um ins Viertelfinale einzuziehen. Und die wollen wir natürlich schießen. Aber jetzt kommt erstmal Reus. Klicken dann zurück auf Schmelzer. Dann nochmal zurück auf Götze. Ich meine, dass Schüler ein bisschen Platz hat da auf der Seite. Ich spiele dann nochmal auf Dembélé. Er dreht sich, bringt die Flanke für Reus. Und das geht Abschluss. Schade. Nee, ich glaube, es war sogar Schmelzer. Der den Kopfball versucht hat. Wirklich knappe Geschichte. Schöne Götze. Und da kommt der lange Ball auf Dembélé. Dembélé, den muss er fast schon machen. Sehr stark gehandelt von Julius Caesar. Da war der Winkel einfach zu spitz. Und da muss er noch nicht machen, wenn der Winkel so, so spitz ist. Ja, da stellen sie uns gerade gut zu beim Einwurf, aber der Ball kommt zu Götze. Und dann nochmal bringen in den 16er auf Reus. Reus, die Riesengelegenheit. Den muss man machen. Den muss man machen. Irgendwie 9 Meter. Kein Verteidiger wirklich vor sich. Nur noch der Torwart. Und genau dann auf den Tor zu schießen. Das ist einfach nur schwach. Bei so einem wichtigen Spiel. Und der Kopf auf die Schule wird von einem Mann abgeblockt. Geht er doch nicht hin, Reus. Warum gehst du denn da hin? Da war doch Aubameyang. Oh, der war zu Tor. Da war doch Aubameyang. Der einfach nur, der hätte mal aufnehmen müssen. Und ich müssen weiter nach vorne spielen. Ein Tor fehlt uns noch. Dann wären wir sicher. Komm, Weigl nochmal rüber. Stark weitergeleitet. Mit dem Kopf. Das ist Schürrle. Ein bisschen festgefahren hier, aber dann ein schöner öffnender Ball von Reus. Und da kommt der Ball auf Schürrle. Und er kann den Ball eigentlich zurücklegen und dann, da steht keiner frei. Da steht im Rückraum keiner frei für einen Pass. Wie, den kann er doch niemals reinhauen. Den hätte er ja genau in den Winkel ballern müssen. Mit irgendwie 110 km/h. Sonst kriegt er den niemals im Tor unter, aber keiner steht im Rückraum. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und jetzt müssen wir weitermachen. Und schauen, dass wir dranbleiben. Wir haben noch sehr, sehr viel Zeit. So ist nicht. Aber wir dürfen natürlich nicht leichtsinnig mit der Zeit, die wir haben, umgehen. Aber jetzt kommt erstmal Dembélé, der Platz, der Zeit. Aber jetzt mal den Rückgang. Jetzt mal Abstoß. Vorwärtsspieler, Aufwandel. Chance um Chance um Chance. Leider nicht Tor um Tor um Tor. Was? Okay, warum auch immer der jetzt den Vorteil wieder abgepfiffen hat, obwohl er noch ein Ball von dem Gegenspieler vorgegangen ist.
ist natürlich nicht so gut für uns. Das Aubameyang verliert den Ball, aber wir machen sofort weiter. Und da oben ist sehr viel Platz, habe ich sofort gesehen. Eigentlich für Dembélé. Ganz schwach gemacht von Castro. Der eigentlich ganz oben komplett freie Bahn für Ousmane Dembélé. Und dann spielt er da auf Aubameyang, der keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Und wieder sehr, sehr schwach von Castro. Unkonzentriert. Und schlecht. Und mit öffentlichen Chance für die Gegner. Bartra aber stark. Und jetzt ein guter offener Ball in die Offensive rein. Für Dembélé, der hat aber nicht mehr viel Energie. Muss da gucken, was seine Energie hergibt. Und da ist Kagawa und da ist Reus. Und er spielt nochmal zurück auf Piszczek. Piszczek macht das 3:1 in der 86. Minute. So wichtig war das 3:1 und er macht es. Kagawa hat da nicht geschossen, spielt lieber hier nochmal ab. Auf Reus, dann nochmal zurück auf Piszczek. War es schon ziemlich dick und dann von der Hand des Torwarts ins Tor. Bisschen Glück ist dabei, aber Glück muss man eben auch mal haben. Wir stellen ein bisschen um. Wir können auch einmal wechseln und wir bringen Guerrero auf der Außenbahn. Und weiter geht's. Und jetzt geht's für Mfika, das Tor zu erzielen. Und viel Zeit bleibt Mfika davon nicht mehr. Das Spiel aus dem 0-1 wird schon zum ist jetzt ein 3:1 gedreht. Puh. Jetzt aber stark verteidigt. Hier kommt Piszczek. Ganz drüben der gerade eingewechselte Guerrero. Ah, der Ball knapp kommt nicht an. Schmetzer. Und das war's. Das war's. Mit dem Ergebnis ist Dortmund im Viertelfinale. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ein verdienter Sieg nach einem 0-1 Rückstand. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Rückrundpartie FC Bayern München gegen den FC Arsenal.